Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie bei Let's Challenge Killer. Heute wieder gegen einen Zufallsgegner und der spielt mit den FC Southampton. Ein richtig gutes Team aus England, vor allem für den Karrieremodus. Ein Team mit extrem viel talentierten Spielern im Kader. Zum Beispiel ihn hier Luke Shaw. Team One Magic heißt der Gute, gegen den ich heute spiele. Und der seinen ersten Konter hier fast bekommt, aber gut verteidigt von Lovren, den kroatischen Neuzugang von Olympique Lyon. Ja, nochmal herzlich willkommen, weitere Partie bei Let's Challenge Killer. Wie gesagt, heute wieder gegen einen Zufallsgegner, sprich, ich spiele wieder im Saisonmodus in Liga Nummer 3, wo die Gegner schon eine gewisse Klasse haben, ein gewisses Kaliber darstellen. Deswegen muss ich mich auch ein wenig aufs Spiel konzentrieren. Und zum Beispiel Artyom Rudnev hier schicken, der gerade noch so den Ball abgelaufen bekommt. Schade. Ja, Rudnev ist immer noch im Kader, weil er ist halt noch da. Und er ist spielerisch in FIFA, wohl bemerkt, spielerisch besser als Lasogga. Deswegen spiele ich lieber mit ihm. Lieber einen etwas schnelleren Stürmer da vorne drin haben. Denn in Sachen Pace, also in Sachen Tempo, ist der HSV ja nicht unbedingt das Überteam. Da ist Dennis Diekmeyer als Rechtsverteidiger, obwohl bemerkt, glaube ich, noch der schnellste Spieler im Kader. Und Jonathan Tah, der Innenverteidiger, traut sich mit nach vorne. Rudnev ist in der Mitte, aber der bekommt den Ball nicht in die Füße. Schade. War eine gute Chance eigentlich. Diekmeyer. Ilicevic. Diekmeyer nochmal zurück. Und weiter auf Shananulu. Und per Zufall fast zu Ilicevic. Aber eben nur fast. Das ist Jay Rodriguez. Gegen Westermann verliert den Ball. Rodriguez mittlerweile auch englischer Nationalspieler geworden. Der 24-jährige Linksfuß. Und der HSV kommt mit langen Bällen. Und Van der Vaart kommt fast vorbei. Aber leider nur fast. Nathan Klein. Auf Luke Shaw. 18 Jahre jung. Eines der größten Talente im englischen Fußball. Von ihm wird auf jeden Fall in Zukunft noch zu hören sein. Ohnehin, die Jugend von Southampton hat schon einige Talente hervorgebracht. Zum Beispiel Theo Walcott, Ola Oxlade-Chamberlain, die mittlerweile beide bekanntlich bei Arsenal London spielen. Oh, das war jetzt ein schlechter Ball. Und er kommt mit Glück durch. Oder auch nicht. Westermann dazwischen. Rudnevs. Konterchance. Shanalulu. Gut gemacht. Rudnevs. Ah, wollte er nochmal eigentlich zurücklegen. Richtung Hakan. Aber so gibt es immerhin eine Ecke. Und die besorgt der Kapitän Van der Vaart. Und Kopfball von Westermann. Nee, von Tavares. Schade. Auch nochmal Westermann. Da. Und Shanalulu. Der kann ja schießen. Das haben wir mittlerweile schon festgestellt. Aber dieser Schuss knapp am Gehäuse von Boruc, dem polnischen Torhüter, vorbei. Schade. Aber wieder Ball gewinnen. Van der Vaart. Ja, Rudnevs bleibt stehen, statt zu laufen. Aber gar nicht so schlecht. Und der sollte eigentlich zurück zu Rudnevs gehen. Meine Herren. Über Osvaldo. Und gut gemacht von Jonathan Tah. Wollte jetzt grätschen. Zum Glück habe ich es nicht getan. Das war jetzt Glück für Diekmeyer. Ah, und dann wieder in den Rücken gespielt. Das mag ich ja, wenn sowas passiert. Aber Ball gleich wieder zurückgeholt. Der Gegner hat halt den Vorteil, er muss ja nicht nebenbei irgendeinen Unsinn labern. Aber das weiß er natürlich nicht, dass er eigentlich, wenn er es ganz genau nimmt, weiß er eben nicht, dass er im Vorteil ist. Deswegen bekommen wir jetzt auch mal einen Freistoß zugesprochen. Das eine hat mit den anderen eigentlich nichts zu tun, aber egal. Lassen wir einfach mal so stehen. Deswegen muss ich halt irgendeinen Unsinn labern. Zum Beispiel, dass Hakan jetzt einen schönen Pass spielt. Natürlich war das Unsinn, denn Rudnevs kommt da nicht ran. Und Nathan Klein, schneller Außenverteidiger, Fossifonte. Vielleicht eine Art Schwachpunkt beim Zopf
Kempfen, der Innenverteidiger. Der Rest ist auf jeden Fall sehr jung und talentiert. Auch wenn, oh Alter, was macht Van der Vaart? Der hat so eine Wendigkeit eines, weiß ich nicht, ey, einer Schildkröte, ohne Scheiß. Ja, ansonsten ist Southampton ein wirklich sehr junges Team. Nimmt mal Ricky Lambert, den englischen Nationalstürmer mittlerweile mit 32 Mal da außen vor, sind glaube ich alle anderen 25 oder jünger. Und das ist schon aller Ehren wert. Junges, junges Team. Fehler von Fonte, ich sag ja, das ist vielleicht eine Art Schwachpunkt im Team. Ilicevic, was abseits? Das möchte ich noch mal sehen. Na ja, lassen wir das mal so stehen. Gut, das war im Abseits, ja. Aber der ist ja gar nicht an den Ball gekommen. Egal, weiter geht's. Die Spiele im Saisonmodus bis jetzt übrigens immer relativ torarm. Mein erstes Spiel, das ich offiziell gespielt habe, endete 0-0. Das zweite, das ich auch aufgenommen habe, da möchte ich nicht spoilern, aber da habe ich gewonnen, immerhin. Nicht allzu hoch, aber 3 Punkte eingefahren. Das ist ja manchmal auch die Hauptsache. Komm, Hakan! Ach, Mann. Und nicht mal Freistoß gegeben. Oh, hätte ich jetzt gedacht. Nur ein Wurf. Nathan Klein. Stephen Davis. Der Nordirländer. José Ponte Ramirez. Verliert den Ball. Van der Vaart muss warten, bis Ilicevic in Position ist. Oh, ich wollte noch außen vorbei. Aber da wurde er noch, das war auch wieder Glück, da wurde er noch vom Gegenspieler etwas gehalten. Deswegen konnte er die 2 km/h, die da fehlten, nicht mehr aufnehmen, um noch am Torhüter vorbeizulaufen. Schade. Helfen Klein, der ist schnell. Und da bahnt sich schon der nächste Herausforderer. Gegen dich werde ich noch spielen. Das wird dann wahrscheinlich auch mein letztes Spiel in dieser ersten Aufnahmesession werden. Und da ist schon der Halbzeitpfiff. Da könnte ich theoretisch auch antworten. Bitte klick diese bescheuerten Zwischensequenzen weg. Bitte. Oh Mann, selbst die zufälligen Gegner drücken es nicht weg. Denn ich bin mir mittlerweile relativ sicher, die Elgato frisst genau an diesen Stellen immer die Bilder und den Ton weg. Meine Fresse. Nicht mal die haben Zeit, eben einmal die X-Taste zu drücken, Mann. Und ich kann ja einfach mal on-air eben eine PN schreiben. Warum blinkt denn der Jenishijan da so komisch? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich schaffe das noch in der Zeit. Achso, er will morgen spielen, alles klar. Da kann ich ihm gleich noch antworten. Sehr gerne. Damit kann ich auch leben. Aber so, jetzt mal in die zweite Halbzeit. Er ist immer noch abwesend. Vielleicht macht er gerade so eine taktische Besprechung mit sich selbst, mit seinen Innersten. Naja, er scheint wieder anwesend zu sein. Die innerliche Besprechung ist zu Ende. Mein Gott. Und langer Ball. Simples Mittel, aber leider in FIFA häufig ein erfolgreiches Rezept. So, Rudnevs, lauf mal, mein Freund. Ah, da kommt er nicht ran. Oh Mann, spielt er riskant da hinten. Das geht irgendwann mal ins Auge, mein Freund. Schon wieder. Wieder ein Schritt zu spät. Ey, das gibt's doch nicht. So, jetzt aber der Ball gewinnen. Und jetzt ab die Luzi. Wenn Ilicevic mal irgendeinen vernünftigen Ball hinbekommen würde. Schön gespielt. Back, Shanalulu. Dauert zu lange und wieder ein Abwehrbein, das dazwischen gehen kann. So, jetzt hat er den Ball mal geklaut bekommen, Rudnevs, aber kann es nicht nutzen. Der Nette. Mit der Nette, wobei doch, der Nette Nette. Ist ein Spieler, das habe ich schon mehrmals gesagt, der mir taktisch und technisch nicht so gefällt, aber als Typ ein 1A-Kerl, der Artungs Rudnevs. Macht besser, Mann, denn da. Sicherheitshalber zu. Oh, Rob nicht zurück. Oh, komm, gewinnen einmal ein Kopfballduell, Mann. Oh, Mann. Und Ilicevic körperlich nicht stark genug, sich da durchzusetzen.
Ah, der spielt das viel zu riskant, meine Fresse. Luke Shaw. Rodriguez. Team One Magic. Interessanter Name. Wie kann er da durchkommen, bitte? Wo ist die Innenverteidigung denn da? Das würde mich jetzt mal interessieren. So, stehen beide gegen ein und zack, ist da alles frei. So kann es manchmal laufen. Och, Elgado, bitte nicht wackeln. Oh Mann, könnt kotzen. Und da ist die Chance gewesen für José Fonte, den Innenverteidiger. Oh, Rudnev steigt nicht hoch. Komm, Artyoms. Ey, Van der Vaart. Rudnev geht in die Mitte, Mann. Och, Alter, der geht nicht in die Mitte. Er geht nicht in die Mitte. Miracek bei Gewinn. Siegmeier, Aslan, vorbei. Und Abstoß. Ne, doch, Ecke, Gott sei Dank. Ich dachte, Aslan wäre da nochmal dran gewesen. So, ihr Kopfballstarken Ungeheuer. Kommt, Rudnev. Ist jetzt doch. Wenn nicht aus dem Spiel, dann halt nach Standards, Artyom Rudnev. 65-1-0. Zumindest hier im Saisonmodus scheint es ja einigermaßen zu laufen. Und ich glaube, die Führung ist schon nicht unverdient, was man anhand der Chancen, die wir bis jetzt hatten, abgewinnen kann. Der Gegner spielt spielerisch zwar nicht so schlecht, aber hatte erst eine richtige Torchance gab und die nach einem katastrophalen Stellungsfehler von den beiden Innenverteidigern. Iracek mal da mal wieder mit dem Ball gewinnen. Und jetzt der Ball auf Van der Vaart. Wunderschön gespielt. Und jetzt muss er direkt schießen. Macht er auch. 2-0. Doppelschlag. 68. El Capitano trifft wieder. Also ich muss sagen, mit dem HSV spielt es sich sehr, sehr gut, auch wenn es nicht das temporeichste Team ist. Spielerisch haben die doch einiges drauf, wenn sie denn wollen. Auch im Real Life technisch gesehen natürlich. So, er versucht jetzt mit einem Mann durchzulaufen. Das funktioniert nicht, dafür räume ich ihn einfach mal ab. Because I can. Nathan Klein. Bleibt hängen. Miracek. Shanadulu. Miracek. Rudnev. Ja, das war abseits. Was? Kein Abseits? What the fuck? Ich habe schon geschossen. Weil ich dachte, das wäre Abseits. Das war auch relativ deutlich sogar. Aslan bekommt hier noch nachträglich Gelb. Bitte drückt die Wiederholung weg. Denn der Gerd hat, glaube ich, schon wieder ein bisschen Zeit gefressen. Was nicht sehr schön ist. Kurzer Abstoß. So, da muss Tah hin. Da ist auch dazwischen gegangen, aber hat den Gegner in die Füße gepasst. Ramirez, der Uruguayer. Jetzt versucht er dazu skillen. Der olle Skiller. Wird aber nichts. Aber zweite Chance. Flanke wieder abgefangen. Aslan. Rudnev. Boah, was war das denn? Der sollte direkt zu Van der Vaart passen, weil ich wieder einen Doppelpass machen wollte. Aber ihr habt die Technik von Artyom Rudnev gesehen. Atem beraubend. So, Shanalulu gewinnt ein Kopfballduell. Aslan. So macht man das. Schön gespielt. Wo ist der letzte Pass fehlt dann? Schneiderlin, der Franzose. Ramirez. Oh, dann sind da zwei Southampton-Spieler gegen vier Hamburger. Wenig Erfolgsaussichten. Langer Ball jetzt mal Richtung Shanalulu. Und das war jetzt ein gut gedachter Pass, aber Rudnev ein bisschen zu langsam. Wieder Ramirez, nächster Fehlpass. Shanalu bekommt den Ball nicht gepasst. Das ist Osvaldo. Gegen Diekmeier. Bester Mann kommt zur Hilfe. Und gemeinsam klären sie die Situation. Elicevic, schöne Drehung. Und auch eigentlich ein schöner Pass, wenn Rudnev sich den erlaufen könnte. Kann er aber nicht. Ah, Mann, setzt wieder nach.
Er spielt viel zu riskant bei diesen Kurzpässen in der eigenen Hälfte. Hatte ich ein bisschen Pech irgendwie, dass ich nicht mal etwas besser dazwischen konnte. Sonst hätte ich vielleicht noch ein, zwei Tore mehr hier geschossen. Aber ich bin natürlich auch so hoch zufrieden. Schöner Konter. So spielt man das. 3-0. Schön gespielt. Schlussminute. Naja, fast. Vorletzte Minute. Thema Club. Ja, lieber Prinz. Da komme ich gleich noch. Eben noch dieses Spiel zu Ende spielen, ist der nicht mehr allzu lang. Raphael van der Vaart, Doppelpack. Genau so spielt man ein Konter aus. So. Er macht jetzt noch taktische Überlegungen, der Team One Magic. Aber die Magic ist bei ihm aus dem Spiel. Und das war wieder abseits. Ich glaube, das war auch relativ deutlich. Da kannst du die Wiederholung bitte mal wegklicken. Bitte. Oder ist er so verzweifelt, dass er selbst jetzt noch eine Abseitsstellung zum Aufgeilen braucht? Oder was ist da los? Ich weiß es ja nicht. Nathan Klein. Nochmal auf eigene Faust. Dass das nichts wird. Ich glaube, das war ihm klar. Ilicevic. Nochmal mit den schönen Flügelwechsel. Van der Vaart nicht im Abseits. Oh Mann, da wollte ich nochmal draufzimmern. Kam leider nicht zu Jiracek. Das ist aber auch egal. Denn Sekunden später ist der Abpfiff. Und zum Glück hat er direkt diese Zwischensequenzen weggeklickt. Van der Vaart mit einer 9,8 als Benotung. Sehr schön. Das war's dann erstmal, würde ich sagen, mit... What the fuck? Mein Analogstick, der dreht wieder völlig am Rad. Was wollte ich sagen? Ja, das war's mal wieder mit dieser Partie von Let's Challenge Killer gegen den Team One Magic, so hieß er, ne? Muss mir gleich mal aufschreiben, dass ich das nicht vergesse. Falls du das Spiel mal irgendwann bei YouTube sehen solltest, was wahrscheinlich sowieso nie der Fall sein wird, vielen Dank für die Partie und vielen Dank bei euch, dass ihr bei diesem Spiel mal wieder zugeschaut habt. Demnächst geht es weiter mit einer weiteren Partie, vielleicht auch mal ein Ultimate-Team-Match. Kann ich eigentlich auch mal machen zwischendurch, euch euer, mein Ultimate-Team mal zeigen. Vielleicht schon mal beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Challenge Killer. Falls ihr mich herausfordern wollt, schreibt mir doch einfach mal eine private Nachricht beim PSN Network. Mein Name ist Killer Roos, ohne die 21, nicht so wie hier auf YouTube. Und dann könnt ihr mich vielleicht schon bald auf dem Platz wiedersehen. Würde mich sehr freuen. So, jetzt muss ich aber mal Schluss machen. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Ciao, ciao.